I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know, and that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know, and that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Und dann sollte die nie mehr so stark klingen. Aha. Toll. Ich hab mir gedacht, was soll ich von der Fernseher oder noch kein Fernseher machen? Ja, ich auch schon. Mehr Bums. Ja, 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 Richtung 30 Meter kommen. Hä? Ja. Das ist wahr, ne? Mann, ich hab erst nicht fliegen sehen eben. Ey, aber da ist doch irgendwas, stimmt doch nicht, da ist doch kein Streit hinterher gelaufen. Ach, deswegen, ich wollte das sagen, ach, ich hab das Blei gesehen, dann bin ich nicht. Ach, ich hab doch gesehen, als ich wieder aussah mit dem Zimmer. Jetzt mal die. Ja, weiter, 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 weiter. Go. Ah, nice. Fingerboard sind, ist die viel breiter als das Ding mit dem Flip. So, muss ja, ich muss hier ja nicht so hoch, weil mehr brauche ich nicht ganz viel. Geil. Ah, ah, scheiße. Ah. Sehr schön. Ich hab die immer im Rucksack. Ja, der Ball. Ja. Und dann zieh ich ihn ja. Und mit dem Ring, den rommelt ich wieder auf mein Seil an. Ich bin recht zu gut. Da ziehst du nicht direkt das Seil mit ein, ne? Da kommt erst die Pilot rein. Ich zieh damit, zieh ich die Aufnahme gebaut, ne? Ja, ja. Ja, ja, die Leute habe ich schon gekauft. Ja. Und der Rest ist einfach aus dem anderen Seil, ne? Ja, das ist jetzt genau der Punkt, wo man so gebaut. Die dann auch richtig los, ne? Das ist ja. Schweiger. Aber das ist wie gesagt, recht, genau. Ja. Das ist halt die Tür. Ja, echt mal. Das ist halt eine Geschmackssache, ne? Ja, ich auch. Aber das gefällt mir auch. Guck, wie schnell das ist. Das meine ich. Jo, genau das sollte nicht passieren. Hast du mir gesagt? Nö. Lass ab. Jetzt habe ich abgeschossen, dass das Mikrofon vorne kippt, weil der Felder von der Front kommt. Lass ruhig ablaufen. Und, aber du siehst ja, ne? Wahnsinn. Also, es ist Geschmackssache. Ja, finde ich mega mächtig. Ich bin mega mächtig. Bibi-Söckchen. Ja. Du musst weiter, 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 weiter. Ja, viel weiter. Das hat geknickt. Und steiler, das ist ja steiler. Soll ich mal versuchen? Ja, sicher. Nicht so. Obwohl von der Reichweite her hat die Anzeige noch. Ja, aber du musst doch gucken, das ist ein Blei. Das wird ja beschleunigt. Ja. Dass das Tropfen bleibt, verbessert vielleicht noch die Flugbahn ein bisschen. Ja, ich bin auch unter dem Ast. Das ist auch eine gute Investition. Der da! Mann!
könnt ihr euer Seil einziehen, Kollegen. Pilotleine rein und dann gut. So, wenn das Ja, aber heute von dir. Ja. Ich mache hier auch die Hühnerbahn. Ich habe noch eine Heißluftpistole mitnehmen und mache den Schrumpfschlauch rüber weg. Das Fleisch geht nicht ein. Hast du noch eine oder was? Letzten Endes am Seil, sonst rollst du unter Umständen wieder weg. Ach so, dass ich mich festhalten kann. Du machst das Publikum. Ja, klar. Und pass auf, du hast zwei unterschiedlich hohe Punkte. Ja. Und jetzt läuft das Seil diagonal. Richtig. Und wenn du das belastest, rollst du in die Ecke, wo das tiefer ist. Ja. Um das zu verhindern, musst du dich am höheren Punkt abspannen. Wenn du das Material oben lässt, ist das egal. Du kannst beide selben Seile loslösen und du kannst es auflassen. Dann kann ich ja rauf, die Scheibe. Hast du einen Fotoapparat mit? Könntest du dich nochmal an der Scheibe knipsen? Weil so dicht kriege ich dich mit meiner Knipse nicht ran. Das hast du mir jetzt gar nicht. Na egal, ich hole dich so dicht wie möglich. Sonst gib mal wieder raus, dann hänge ich dir noch ein. Sonst kannst du meine nehmen und machst eins von dir selber. Oder? Ja, noch bis zum Reichweite. Und dafür ist echt dieser kleine Edelriedsack. Echt geil. Da kannst alles reinstoppen. Kugelschreiber. Ja, die anderen Sack habe ich dann eingehängt. Sonderposten, ne? Hundepuppetaschen geholt. Ja. Die sind so eine Borte, ja, so rum. Ja, kenne ich auch. Ja, das sind ja im Prinzip die. Und kosten nur die Hälfte, oder was? Ja, siehst du. Hundepuppetaschen. Ja, für die Leckerlis unterwegs im Training. Ja, logisch. Ja, man muss mit offenen Augen mitlegen. Ja. In einem Umlaufen, also in eine Seilbahn gehängt, doppelte Seilbahn. Und dann hing ich zwischen dem Baum und dem Turm, etwa 10 Meter Höhe. Scheiße. Und ging nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und also ich war zu keiner Zeit wirklich in Gefahr, ne? Also jetzt im Nachhinein. Aber es ist halt echt erschreckende Situation. Ja. Du musst unter Wasser warten, eine gewisse Zeit, je nachdem wie lange. Alle 10 Meter wird der Abstand immer länger. Beim Runtergehen ist es nicht so tragisch wie beim Rauchen. Aber würde ich nicht sagen, es kommt drauf an, wie hoch der Punkt ist. Ich hab das auch bei Helge Spielwiese gehabt. Das kann ruhig tiefer sein. Du hängst eine gewisse Zeit auf den Punkt, selbst wenn das tiefer geht. Mhm. Aber in dem Moment, wo das Ding in Bewegung kommt, dann läuft es. Ja. Solange sich nichts bewegt, bleibt dann im Punkt. Wir sehen, du was machst du. Genau, jetzt locker flockig einsteigen da. Ja, ich meine, so 5 Sterne wollen sich verdient sein, ne?